Möchte euch mal meinen Trident nochmal vorstellen. Ich weiß nicht, habe ich vielleicht schon mal gemacht. Den habe ich jetzt schon 2 Jahre. Der wurde mal bei einer Internetfirma angeboten als einer der ersten Pinoy-Tröpfler. Muss ich euch das mal zeigen. Da ist jetzt eine eigene Kappe drauf. Eine ganz normale Wicklung. Bisschen die Watte ein bisschen hochgestellt, damit er das Liquid gut aufnimmt. 0,4 Ohm. Aber die Original Top Cap ist weg. Dafür ist jetzt ein komplettes Reduzierstück für Wasserrohre drauf. 15 auf 18. Passt fantastisch. Ein bisschen mit der Hand ausgeschliffen, einen O-Ring weggelassen und dann passt das. Bin vorsichtig wieder drauf. Die Watte schön fluffig. Zack. Sieht dann so aus. Und meines Erachtens nach jeder Mutation X, den kann man sich sparen. Er sieht vielleicht schöner aus, aber der ist rustikaler und der macht Dampf. Meine Akkubox, wie gesagt, parallel 26650er. Ich mache eine kleine Vorführung. Das geht. Und die Top Cap hat mit dem vermeintlichen Drip-Tip €1,50 gekostet. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachbauen.